Okay, so, wieder da. Hoffentlich funktioniert das Spiel jetzt überhaupt, habe ich jetzt gar nicht probiert. Warum ist meine Karte nicht aufgedeckt? Oder braucht das erstmal wieder ein bisschen... Ah, da ist sie. Gut. Du bist ganz in der Nähe von mir, glaube ich. Nee, ich muss ein Stückchen laufen zu dir auf jeden Fall. Ich schieb noch ein bisschen die Lore vor mich hin. Ja, wir müssen die bis zum... Oder du musst die in dem Fall bis zum Brecher schieben. Und was ist der Brecher? Der wird den Inhalt der Lore brechen, um an die Materialien, die in dem Steinklotz da drin sind, ranzukommen. Bitte Luftschleuse öffnen. Ich öffne mal die Luftschleuse. Oh yeah. Ich bin voll auf dem Weg zu dir. Und da sind überall Viecher. Das Hauptproblem ist, dass Dai viele Arbeiter hierher verfrachtet hat, einschließlich mir. Dann haben sie uns hier. Jetzt ist das Tor sogar mal offen. Da wird es, dass meine Lore immer noch hier vorne steht. Ach, das ist die Lore. Das ist die Lore. Ja, nee, das ist doch schon das neue Tor. Ja, okay. Okay, scheint wieder zu funktionieren jetzt hier. Wunderbar. Juhu. Da vorne können wir verkaufen, schau mal. Ach, endlich. Aber warte, ich schieb noch die Lore ein bisschen. Lore, du die Dai. Dum die dumm. Oh. Ich slack sie an und du radierst sie aus. Ja, geschützt. Wenn ich sie mal treffen würde. Wenn das nicht so unglaublich nah dran wäre. Ist weiter zurück. Meine Geschütz macht das. Ja, genau. Mhm, ist okay. Nichts anderes. Okay, also ich will jetzt auch mal ganz kurz verkaufen hier. Was ist hier drin? Oh. Oh, traumhaft. Wunderschön. Da oben kann man auch durchgehen. Okay. Da kommen wir oben raus. Cool, die war vorher verschlossen, die Tür. Zocki, guck mal, da kommen wir hier oben raus. Die war vorher verschlossen, die Tür. Aha, okay. Cool. Super. Direkt und du hast irgendwas angelockt und es greift mich wieder an. Oder was? Gar nicht. Nee, ich hab die Tür zugemacht. Da ist ein Trasher direkt vor der Tür. Achso, okay. Weil es hat so ein bisschen gewackelt, das Bild. Wahrscheinlich, weil der rumgeschrien hat. Nur so, Freaky, ich bin da. Und hier buggt's jetzt. Alter. Okay. Jetzt buggt's bei mir auch. Was buggt da bei dir? Ich... Hä? Was ist denn los? Was ist denn dein Fehler? Ja, mein Inventar hier in den Waffen... jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt habe ich mich vergessen, auf Offline zu schalten, sehe ich gerade. Ach, ist egal. Jetzt nehmen wir ja eh nicht mehr so lange auf, sondern machen nur noch die Quest jetzt zu Ende und geben ab. Ja. So, Zocki, du kannst mir mal vielleicht deine zweitbeste Feuer- und... oder Feuersniper, aber deine zweitbeste Schocksniper auf jeden Fall mal andrehen. Zweitbeste Schocksniper? Ja, werf mir die mal raus. Muss erst mal gucken hier. Ich habe so viel Zeug, jetzt muss ich erst mal verkaufen. Dann sage ich dir, was ich behalte und... Oh, was nicht. Und was nicht. Okay, das ist auch eine Shotgun. Schlecht, auch eine Shotgun. Halt. Nö. Ich habe eine relativ geile Shotgun hier gefunden, aber... Was hat die? Kann ich dir gleich sagen, Sekündchen. Und dann der zweitbeste Säure-Sniper, falls du den auch nicht mehr brauchst. Die hat 72x9 und Explosivschaden. 72x9 und Explosivschaden. Willst du die haben? Ich glaube, ich habe die... Das ist die... Ne, ich habe 71x6. Ne, das ist nicht die. Wo ist denn die? Hä? Ich hab die dir mal rausgeworfen sonst. Ja, okay, ich guck sie mir an. Es liegt hinter dir. Dann kann ich ja 62x10. Ich weiß auch nicht. Feuersniper kann man weg... Also ich habe hier eine... Also die eine Blitzsniper ist doch besser. Boah, ich habe so viel. Ich check schon gar nicht mehr, was ich jetzt nehmen soll. Der Revolver hier ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, den Revolver nehme ich nicht. Den verkaufe ich, obwohl der voll gut ist. Man kann nie zu schwer. Aber wenn du ihn nicht benutzt, ist ja Schwachsinn, weißt du? Ja, ich habe immer so das Problem. Naja, egal, ich habe ihn verkauft. Gut. Also jetzt habe ich noch die Sniper und dann habe ich noch die Shotgun, die ich jetzt auch verkaufe. Scheiß drauf.
Dann habe ich noch eine Feuersniper und eine Säuresniper. Elektrosniper, ja. Zwei Stück, aber eine kann ich dir geben. Also ich sag mal, alle deine zweitbesten. Ich hab drei sogar. Also ich sag mal, alle deine zweitbesten, die du quasi nicht mehr brauchst, die halt nur die zweitbesten sind. Die kannst du mir mal rauswerfen, dann gucke ich mal, ob die besser als meine sind. Die ist besser. Die ist sogar besser. Reiß den Schurken den Arsch auf! Aber Elektrosniper sind ja, also die hier brauche ich nicht mehr. Okay, schau mal, die Karte, die sieht schon mal wesentlich besser aus als meine aktuelle. Was habe ich dir jetzt die richtige rausgeschmissen? Ich weiß. Du hast nur eine Säure. Nee, schon richtig. Schon richtig. Elektro. Ja, die ist wesentlich besser als meine alte. Falls du eine zweitbeste Säure-Sniper hast, die kannst du meinetwegen auch rausschmeißen. Slack habe ich noch. Wahrscheinlich mit der. Die hat 43 und die hat 109. Ach komm, verkauf. So, verkaufe ich jetzt auch. So, was ist mit der Shotgun hier vorne? Wenn du die nicht nimmst, würde ich die behalten erstmal. Moment, ich guck sie mir an. Wo ist sie? Hier. Oh, die sieht schon gut aus. Ich habe 75 mal 5 und die hat 72 mal... Oh, die sieht schon besser aus. Aber du kannst meine alte haben. Ja, ich brauch's, obwohl... Aber auch weil ich Spaß, ich pack die mal ein, warum nicht? Ich guck mal eben, wenn du meinst, die ist so gut. Ist vielleicht besser als die Rifle. Die ah, die lädt wenigstens schneller nach. Das ist schon gut. Okay, alles klar, dann machen wir weiter. Ich schieb die Lore, du machst das Tor auf. Okay. Dum-di-dum. Dum-di-dum. Okay. Wow. Gut, weiter geht's. Ich glaube, wir sind da. Warehouse scheint mir nach einem Bosskampf. Ich glaube, du musst es hier vorne reinschieben. Bis hier vorne hin. Warte mal, wollen wir vielleicht erstmal alles einsammeln gehen, bevor du es reinschiebst? Zu spät. Ja. Doch, wir können noch sammeln gehen. Lass mal gucken. Okay. Geld, 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 her mit dem Geld. Gib uns Olsesduff, Olsesduff. Ach, egal, nehm ich einfach mit. Ah, Iridium, guck mal das. Das ist gut. Iridium ist schon mal super. Oh, da ist eine riesen Waffenkiste. Wow, nice. Ja gut, riesig ist ein bisschen übertrieben, aber hier ist eine Waffenkiste. Waffenkiste ist immer gut. Und sie hat drin Granaten, oder? Ich guck mal eben, warte mal. Was ist das? Das ist eine riesige Munikiste und keine Waffenkiste und ein Granatenmod. Slack-Granaten 739. Die Säuregranaten da, die waren gut, die du aufgenommen hast. Säuregranaten, die sind doch da noch. Nein. Das Grüne sind keine Säure. Nein, du hast Säuregranaten aufgenommen. Ich würde mal die Slack-Granaten nehmen, wenn ich darf. Ja, klar. Das wo sind Säuregranaten? Ich hab auch Slack-Granaten. Ich hab verdammt viele Granaten. Ich hätte meine Granatenslots noch verkaufen sollen. Egal. Später. Ist doch ein Haufen. Boah, hier unten ist so viel Zeug nee, zu mitnehmen. Nee, die sind doch nicht gut. Die haben zwar guten Korrosionsschaden, aber die haben nur 390 normalen Schaden. Okay, dann. Aber ich kann sie dir gerne geben. Nee, da runterspringen würde ich noch nicht zocken. Ich glaube, das ist nicht so. Wir schieben jetzt erstmal die Lore runter. Auf jeden Fall, ey. So. Auf geht's. Runter damit. Und nütz. Aktiviere was? Den Brecher. Was ist der Brecher? Oh, hier vorne. Ah. Oh, jetzt müssen wir überlegen, jetzt kommt von überall Viecher. Oh je. Oh je. Ich glaube, ich nehme meinen Slack. Ist doch besser. Ja, das war daneben. Granaten sind cool. Andere Seite, hinter uns. Okay, dein Geschütz hat es schon erledigt.
Ja gut, das ist ja wohl nicht schwer hier. Oh! Ah, eine Slack-Waffe ist gar nicht mal so schlecht, aber die ist, dauert halt voll ewig zum Nachladen. Das ist halt irgendwie der Nachteil an der Waffe. Oh, super, jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße, komme ich wieder raus? Was müssen wir denn machen? Müssen wir jetzt einfach nur hier die lästigen Insekten töten, oder? Guck mal, wir müssen, du musst da oben Rohiridium aufsammeln. Wo? Yeah, genau. Ja, ich bin dabei, bin dabei. Mach ich. Ich will dir deine kleinen Triumphe ja nicht mit Tiefschürfen und Gedanken versauen, aber es besteht bestimmt ein Zusammenhang zwischen der Kammer als Brutstätte von Simone und Alter. Alter. Moment. Und erfinde vielleicht sogar einen Schnupfentanz. So, lustige Lorenspieler, das musst du bei dir da oben noch abgeben, glaube ich, da wo du bist. Das gibst du da oben noch ab. Ah, ich wurde gerade angerufen. Ich musste das kurz wegklicken, deswegen bin ich gerade hier so rumgestanden. Falls sich irgendwelche Leute jetzt wundern, warum ich mich nicht mehr bewegt habe. Und ich bin aber hier voll attackiert von denen die ganze Zeit. Ja, ich komme aber nicht mehr zu dir hoch. Ah, oh, das ist doch nicht wahr, oder? Ich bin hier ganz blöd runtergefallen. Oh Mann, und ich komme nicht zu dir runter. Und die bearbeiten mich hier wie die Sau, Mann. Drecksviecher, hoffentlich. Ich kann noch eins töten, Alter. Ich sehe nichts mehr, nee, ich bin tot. Was müssen wir jetzt damit machen? Ich glaube, du musst das da oben sogar abgeben, wo du gerade warst. Toll. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. In dem blutbeschmierten Raum bin ich. Das ist ja ewig weit weg. Warte mal. Nein, warte mal, du bist ja auf der Ecke. Warte mal ganz kurz. Zocki. Ich kann dir hier die Tür aufmachen. Ja, dann mach mal auf. Warte mal. Oder ich kann sie selber öffnen. Hier. Bin da. Du musst hier durch. Aber ich glaube, du kommst hier nicht mehr rauf. Hier bin ich runtergefallen, weißt du? Und wir müssen jetzt da hoch wieder, oder was? Natürlich, da ist doch eine Leiter. Die habe ich nicht gesehen. Auf. Au. Drecksviecher, Alter. Ich hasse die so. Oh ja, super. Ja, danke. Ciao. Bist du wieder runtergefallen? Ja, die bomben dich schnell runter, Mann. Ich bin auch gleich wieder runtergefallen. Ja, warte. Komm, wir jagen die erstmal jetzt. Echt. Töten die jetzt erstmal. Echt die Schnauze voll. Ich hab sie angeslackt. Töte sie. Sind sie anfälliger. Okay. Ist ultra nervig. Also die Viecher sind ultra nervig. Oh, da sagst du was. So, das war's, oder? Alle tot? Ist noch so ein Badass-Wakit hier oben. Natürlich ist hier oben ein Badass-Wakit, das war so klar. Ich komme. Da ist noch einer. Erledige ich aber jetzt so. Bleibst du stehen, du Schento! Ja, schöne Säure-Dusche. So. Ich komme! Oh, was liegt denn da? Ja, Mann. Säure mögen die nicht. Gut, es ist tot. So, wir müssen es direkt hier vorne abgeben. Nö, lol. Sehr schön. Gut, wir haben alle Quests hier unten abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt zurück ins Sanctuary reisen. Dazu gehen wir unten runter, da sollten wir am schnellsten wieder zurückkommen. Sekunde, ich hau mal eben so. Hey, in dem Laster ist nichts drin, oder? Oh, nee, Leute. Scheint nicht so, nee. Da ist noch eine Waffenkiste. Ja. Schilde, die alle für Müll sind. Mitnehmen, verkaufen. Okay. Ich find Spinte mal toll. Da ist mal lustiges Zeug drin. Ja, diese komischen Schleimbollen, da habe ich auch schon gute Waffen gefunden. Meistens nur Muni, aber manchmal kommen wir auch echt... Ich glaube, wir sollen hier hoch und da oben ist der Reisepunkt. Reis einfach. Ja, warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher, wo der ist. Aber schaut schon mal nicht so schlecht aus hier. Ja, kommen wir auch hier raus? Nein.
Warte mal, hier durch. Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay. Okay, ich renn zum Reisepunkt. Bin gleich da. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, ja, okay. Hier haben wir gegen die ganzen Viecher gekämpft. Auf nach Sanctuary. Juhu. Wo ist Sanctuary hin? Da oben. Huh. Endlich. Ah, das Vorschaubild von Sanctuary sieht jetzt richtig fett aus, ne? Ja. Ah, so. So. Endlich zu Hause. Dann gehen wir mal abgeben. Einmal bei Moxie und dann haben wir auch die andere Mission jetzt zum Abgeben, nämlich. Warte mal, wir wollten das zu Markus bringen, oder? Achso, nee, das war die andere Mission, sorry. Hat sich schon erledigt. Ich geh zu Markus, gib die Fotos ab. Okay, du gibst dir doch, Markus. Aber ich denke, wir kriegen dafür eine gute Waffe. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Predigt aller. Das wahre Monster ist der Mensch gehalten. Also ich habe jetzt gerade das von Hammerlock abgegeben. Irgendwie nichts gekriegt. Was? Hey, warum so schnell? Wir hätten bei Moxie eine Waffe gekriegt. Bei Markus habe ich jetzt ein Artefakt gekriegt und mein Artefakt bewirkt, dass der Shop-Timer 21,5% schneller runterzählt. Super! direkt verkaufen. Ja, bei mir genauso. Ich werde mal wieder meinen Skin ändern, weil ich habe wieder mal fette Beute gemacht in diesem Abenteuer. Kein Kopf, leider. Finde ich voll schade. Aber dafür monsterhäutig. Oder warum so ernst? Nee, das ist nicht so. Was ist das? Yeah, blauer Bot. Was ist das? Yeah, Alter. Weiß. Nice. Okay, was nehmen wir denn diesmal? Geil. Okay, ich nehme den Helm. Also ich habe mich jetzt für das nächste Abenteuer wieder umgezogen. Ich gehe mich auch nochmal umziehen, glaube ich. Ich habe jetzt auch nochmal kurz Lust drauf. Warte mal, was haben wir noch hier? Aha. Ich verkaufe mal wieder was kurz. Wenn man Stil hat. Oh, die ist aber gar nicht mal so schlecht. Ah, ich glaube, die willst du nicht. Ich bin schon wieder rum hier. Oh, das ist doch fürchterlich. Ich muss mal noch kurz zum großen Safe. Wo ist denn der nochmal? Der ist doch da bei den Freiheitskämpfern da. Ach, da wollte ich doch gar nicht. Schwarz. Ich bin mal kurz am Safe und schmeiß die Waffen rein. Ja, ich habe ein bisschen was verkauft. Kaufen wir jetzt noch eben kurz Muni. Und raus. Die hier nehme ich wieder mit. Die hier auch. Ich nehme alle wieder mit. Und verkaufe die alle. Verkaufe den Schrott, den ich nicht brauche. Boah, hier gibt es eine richtig fette Säurengranat-Mod und die nehme ich mir jetzt erstmal mit. So. Dann rüste ich die auch direkt mal aus, glaube ich. Säure. Granaten hier. Nice. So, gut, dann würde ich sagen, ich wollte jetzt noch ganz kurz einmal zum Automaten. Mich einmal ein bisschen umziehen hier. Was haben wir da so Neues freigeschalten? Feuer, boah, ich habe zwei Feuersniper. Eine hat mehr Nahkampfschaden. Die ist besser. Ja. Habe ich nicht einen neuen Skin bekommen? Ja doch, ja mal. Oh, der ist geil. Okay, ich hab zwar noch die gleiche Frisur, aber ich bin jetzt blau. Achso. Gut, was wollte ich. Ah ja, genau. Ein paar Token könnt ihr noch einlösen, wenn ich welche hab. Hab ich sogar noch. So, und ein Token nehmen wir noch. So. Ja, Zocki, ich wäre soweit durch. Ich hätte all meinen Kram fertig und dann können wir ja das nächste Mal mit weiteren Missionen mal weitermachen. Ja, ich würde auch noch gern kurz die Token einlösen. Ich habe 7 Token. Dann können wir ja auf jeden Fall, dann können wir ja mal nach The Dust nochmal zurückgehen. Das sind nämlich auch noch zwei, eine Level 9 und eine Level 16 Mission. Mhm. Die können wir dann auch noch machen. Würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir
ja, in The Dust gehen, weil, ja. Ja. Oh, es gibt hier Fink's Slaughterhouse. Kannst du den Banditenring des Gemetzels überleben? Also eine Arena gibt's ja auch wieder. Aha. Schön. Okay, aber, nein, aber, das ist noch, aber das ist noch so eine nicht entdeckte Mission. Keine Ahnung. Naja. Elementarschaden machen wir auch mal. Das heißt, das ist eine Mission, die es da gibt, die wir da aber erstmal finden müssen. So wie jetzt in dem Gebiet eben gerade die eine Mission, die wir da noch da holen mussten mit der Lore. Ah ja, okay. So, okay, ich habe meine Token auch eingelöst. Ja, ich bin soweit ready, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Schnitt und sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und fahren dann zu The Just und machen da die beiden Missionen. Yes, alles klar. Yes. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Jo, ciao.